In dem Gedicht von Theodor Fontane, Die Brück am Tay, will Johnny seine Eltern besuchen. Er nimmt den Zug von Edinburgh. Der Zug aus Edinburgh fährt über die Brücke, als sie einstürzt. Kurz vor dem Ziel, das Elternhaus schon im Blick, stirbt Johnny. Am 16. Juli 2014 war bei einem Verkehrsunfall am Hauptbahnhof in Berlin ebenfalls der Tod zu Gast. Seinem Opfer, einer Fußgängerin, angefahren von einem Bus des Schienenersatzverkehrs, widme ich diesen Film. Im Blick der Sterbenden, das Kanzleramt. Angela Merkel aus der Nachbarschaft legte keine Blumen ab, zündete keine Kerze an. Und auch alle anderen stellten sich stumm, taub und des Lesens und Mitfühlens nicht kundig. Vielleicht glaubten sie ja auch, dafür sei doch Theodor Fontane zuständig. Tant, Tant ist das Gebilde von Menschenhand, dichtet Theodor Fontane und legt es den bösen Geistern in den Mund. Tump, Tump ist das Gefühl im Menschenkopf, würde er heute schreiben und seine Geister singen lassen. Die Kälte hat sich einen festen Platz in den Herzen erobert. Nicht nur in Dresden, auch in Berlin.